Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir wollen heute ins leuchtende Meer gehen, zu Virgil und ihm Bericht erstatten, was wir in den letzten zwei Folgen gemacht haben, und über den Chip berichten, den Runner-Chip. Und ich habe jetzt Hancock im Slog gelassen. Kate hätte ich aber trotzdem gerne dabei. Ich kann allerdings ihr keinen Strahlenschutzanzug bauen. Und in eine Power-Rüstung steigt sie nicht ein. Das habe ich schon vergeblich versucht. Deswegen habe ich jetzt das Beste gemacht, was ich momentan zur Verfügung habe. Ich habe eine Kampfrüstung genommen, ihr eine SB-stählerne Bruderschaft-Lackierung verpasst und sie bleiverkleidet. Das erhöht, wie ihr seht, den Strahlenschutz im Falle des Harnisch auf 30, bei den Armen auf 25 und bei den Beinen ebenfalls auf 25. Mehr kann ich wohl nicht machen. Das muss als Strahlenschutz genügen. Hey, ja? Oh klar, gib schön deinen Müll her. Genau, gib schön deinen Müll her. Ich könnte mal gucken, ob ich ihren Helm noch irgendwie verbessern kann. Also für den Zweck jetzt. 3, 4, 5. Das reduziert natürlich ihre Tragkraft, weil das Zeug ordentlich was wiegt, ne? 8,5 hier. Hier 5,5, nochmal 5,5 und hier nochmal der Brustpanzer 15,7. Das Zeug wiegt wirklich ordentlich was. Da wird sie nicht so viel tragen können. Jetzt schaue ich mal, ob ich da aus dem Helm noch was rausholen kann. Standard, SB. Ja, da haben wir jetzt auch noch plus 15. Kann ich aus den ballistischen Fasern, wenn ich das jetzt wegmache. Nee, das mache ich jetzt nicht. Also nochmal Wow, 15 das sieht gar Strahlenschutz. nicht so schlecht aus. Ich denke, selbst wenn ich jetzt die ballistischen Fasern wegmache, es scheint gar nicht zu gehen. Abgesehen davon, na, wo ist er denn jetzt? Kate? Hase? Kronkorken 750. Jawohl, sehr schön. Wie viel habe ich jetzt? So, 3885. Das Zeug, das kommt jetzt von alleine rein. Ja, rein in meine Power Armor und dann schaue ich mal, wo Kate schon wieder ist. Zu hören war sie gerade, sie kann also nicht weit sein. Solange Und der ich nächste nehme. Typ, auf den wir treffen, nicht mit einem Dosenöffner bewaffnet ist, können wir eigentlich loslegen. Da ist er doch, oder? Das ist er doch. Kate. Nimm mal den Jetzt Helm teilen wir ab. das unter uns auf, ja? Genau, jetzt teilen wir das unter uns auf. Da hast du deinen Helm wieder. Wenn ich nur nachschauen könnte. Wir könnten mal gucken. 15 plus 30 sind 45, 70, 95, 120, 145 Strahlungsschutz mal im Vergleich zu mir. Ich meine, das ist jetzt das Beste, was ich machen kann. Also für sie. Mir ist gerade nichts Besseres bekannt. Vielleicht habe ich. Vielleicht, habe ich auch ein Erinnerungsproblem. Also 145. Ich habe einen Strahlungsschutz, der ist zehnmal so hoch, ne? 1650. Oh Mann, ich hoffe, dass das gut geht. Ich werde vielleicht mal vorsichtshalber Hey, noch was gibt's? Red X und Red, aber ich nehme es mal Oh, an, und dass ich das. dachte, du wolltest kuscheln. Ja, will ich auch, aber. Das ist ein anderes Thema. So, Rad X, da kriegst du mal zwei. Ich weiß nicht, ob sie es verwendet. Und Rad Away gebe ich dir mal vier. Und dann kriegst du auch noch ein paar Stimpacks. Nur für den Fall, dass sie tatsächlich Schaden nimmt. Gut, jetzt haben wir vorgesorgt. Und jetzt hoffe ich, dass das. Ja, ich will sie hier nicht abladen. Ich möchte sie dann, wenn es hier dann weitergeht, möchte ich sie gleich dabei haben. Kehr zu Virgil zurück. Ja, wir könnten eigentlich mal den Queststatus durchlesen. Ich habe alle Informationen vom Runner-Chip, die ich brauche. Jetzt muss ich zurück zu Virgil und mir überlegen, wie ich ins Institut eindringen kann. Gut. Sieht so aus, als ob wir bis Folge 200 im Institut drin sind. Das wäre eine würdige Folge, finde ich. Ist ja schließlich eine wichtige Etappe. Mal gucken, ob ich das irgendwie so hindrehen kann. Schnell sind, fangen wir an zu leuchten. Ihr scheint es aber sonst nicht besonders schlecht zu gehen.
Vielleicht habe ich mir umsonst Sorgen gemacht, aber man weiß es nicht. Sicher ist sicher. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte sie in eine Power-Rüstung reingekriegt. Und die Power-Rüstung hätte ich dann Blei verkleidet, dann hättest du denselben Schutz, den ich jetzt auch habe. Ich schütze und diene. Das War ehrt nicht dich. sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Nein, ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht und bin vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Zum Glück stehen hier weder dein Überleben noch meine Menschlichkeit auf dem Spiel. Sonst würde mich deine Einstellung ärgern. Okay, ich hätte nicht daran zweifeln sollen, dass du zurückkommst. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Also das größte Problem bei dem Runner war eigentlich die Geiseln, die daneben standen, nicht zu töten für mich, ne? Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid, sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht, diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für'n Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Das Verrückteste an der Sache ist, dass genau jetzt Champions Bluff angegriffen werden muss. So eine Biowissenschaft? Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Also, wir können jetzt... die Railroad, die Stelle einer Bruderschaft oder den Minutemen um Hilfe bitten. Ich hatte das letzte Mal... Wen hatte ich da? Sturges war, glaube ich... Warte mal. Nee, ich hatte Tüfteltom gefragt bei meinem ersten Spieldurchlauf. Den Teil der Geschichte kenne ich schon. Jetzt stehe ich vor der Wahl, ob ich... ja, eigentlich... Ich würde schon gern Diese wissen. Die Klickgeräusche von deinem Pip-Boy klingen gar nicht gut. Ich würde schon gern wissen, wie die stählerne Bruderschaft mir hier hilft. Aber ich nehme an, dass es im Prinzip das gleiche ist, nur dass sie mir andere Leute schicken, die dann mir dabei helfen, diesen Signalempfänger zu bauen. Zusammenfassung? Nein. Der Signalempfänger sollte mich ins Institut bringen, aber ich brauche Hilfe. Ich kann jetzt also, wie gesagt, mit der Railroad den Minutemen oder den... Also die Minutemen sind mir eigentlich die sympathischsten, weil die haben keinen Hau weg. Die sind einfach selbstlos. Die Railroad... Also Virgil hat nicht ganz Unrecht. Die haben irgendwie einen Tick und
Da gibt es ja einige von denen, die würden sogar einen Toaster vor dem Institut retten, wenn sie könnten, ja. Also, das haben wir ja im Laufe der Zeit über die Gespräche erfahren. Die würden, ja, ein Toaster jetzt nicht, aber Synths der Generation 1, die eigentlich gerade mal, ja, sprechende Computer sind, mehr nicht, ne? Ich glaube, wir holen uns die Hilfe von der stillen Bruderschaft. Was? Das sieht mir nach Strahlenschutzanzug aus. Angeblich soll. Also. Den hätte ich jetzt für Kate haben wollen. Also gibt's doch Strahlenschutzanzüge. War meine Erinnerung doch nicht falsch. Hier ist ja eindeutig einer zu sehen, ne? Ja. Aber gut, es ging ja auch so. Ach, ich sehe schon, ich muss zum Flughafen, ne? Sprich mit der Bruderschaft. Mit wem soll ich denn sprechen? Ich spreche jetzt erstmal mit dem ältesten Maxson oder Maxwell oder wie der heißt. Mal schauen, ob der was dazu zu sagen hat. Es ist bestimmt nicht falsch, im Bericht zu erstatten. Da war auch gerade ein Questmarker an der Tür, also ich glaube, das passt so. Aber ich vermute mal, im Prinzip läuft es genauso wie bei meinem ersten Spieldurchlauf, nur dass er mir andere Leute schickt, die mir jetzt beim Bau Inzwischen ist helfen. Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten das Commonwealth sorgfältig absuchen lassen, aber sie konnten nichts finden. Die einzig logische Erklärung dafür ist, dass sie sich unter die Erde zurückgezogen haben. Und hier kommen Sie ins Spiel. Können Sie sich mal diese Baupläne ansehen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, Sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Ich glaube, Sie sollten diese Pläne besser Proctor Ingram zeigen. Nun ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie sich entschieden haben, das Gerät zusammen mit der Bruderschaft zu bauen. Es gäbe da aber noch etwas, das ich gerne wüsste. Aus reiner Neugier. Weshalb wollen Sie so unbedingt ins Institut? Ich glaube, dass Sie es waren, die meinen Sohn entführt haben. Das Institut nutzt die Schwachen aus, um seine Ziele zu erreichen. Zusammen werden wir Sie für Ihre Taten büßen lassen. Ich werde Proctor Ingram schon einmal informieren. Melden Sie sich am Flughafen und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem Projekt. Abgeschlossen. Hol dir die Hilfe. Ja, genau. Spreche mit Proctor Ingram und den finde ich, glaube ich, am Flughafengelände. Und den Flughafen werden wir wohl oder übel jetzt dann auch als Basis ausbauen müssen. Da gibt es ein Gelände und eine Werkstatt. Da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Das Versteck des Mechanismus ist nicht weit, also. Übrigens, das Rätsel mit diesen spontan gebildeten Handelsrouten konnte ich nicht lösen bis jetzt. Die habe nicht ich gemacht. Also gut, Warwick hat sich auch zu einem Zeitpunkt, als mir die Siedlung noch gar nicht gehört hat, hat sich die einfach selbst an mein Handelsnetzwerk angeschlossen. Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Spontane Selbstanschließung. Achso, ich könnte was von. Integrität der Aufbauten grün. Rumpfpanzerung stabil. Na, wie heißt der gleiche? Von Tegan könnte ich was brauchen. Den suchen wir jetzt mal kurz auf. Dem werde ich ballistische Fasern abkaufen. Ja, es kann sein, dass jetzt, wo ich mit der stählernen Bruderschaft ausgemacht habe, dass die für mich das Gerät bauen. Mir einige. Achtung! Truppführer Delta auf der Brücke melden. Truppführer Delta auf die Brücke. Mir einige Quests bei der Railroad, das Pam, oder wie sie heißt, Sich ohne nicht mehr Rückendeckung mit einer Todeskralle mitbespricht. Das hatte anzulegen, ich nimmt ganz schnell das letzte Mal auch schon. Habe ich das jetzt verdüftet? Ich weiß es nicht mehr. Proctor! Willst du irgendwo Streit anfangen? Ich helfe dir, ihn zu beenden. Ja, ich streite andauernd.
wenn ich jetzt zusätzliche Arbeit anwähle, kriege ich von ihnen einen Auftrag, den ich überhaupt nicht mag. Der wird mir nämlich den Auftrag geben, dass ich eine meiner Siedlungen dazu zwinge, die stählerne Bruderschaft mit... Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. Mit Versorgungsgütern zu versorgen. Und das grenzt dann schon an Erpressung. Also das, vielleicht mache ich es jetzt mal einmal oder so, dass ihr es gesehen habt. Könnten wir eigentlich mal machen. Aber ich mag diese Art Aufträge eigentlich nicht gerne. So, das haben wir. Mods, ja, Öl habe ich genug. Das brauche ich auch nicht. Ich habe genügend Power-Rüstungsgestelle in Sanctuary. Was Besonderes hat er auch gerade nicht. Die Sachen sind zwar nicht schlecht, aber nichts, was ich nicht selber hinkrieg. Und T60 könnte ich hier kaufen. Komplette Ausstattung, wenn ich will. Ja, was kosten denn die Teile? Ich habe doch eine T45 stehen, aber T45 nutzt mir eigentlich nichts. Moment, 177, 400, 500, 600, 900. Ja, muss ich ein andermal machen. Da habe ich jetzt nicht genügend Kronkorken dabei. Aber das mache ich mal. Dann tue ich die T45 Rüstung umbauen. Und die gebe ich dann mal einer meiner Wachen. Das müsste eigentlich gehen. Ich habe ja eine Mod, mit der ich meinem Personal Power-Rüstungen zuteilen kann. Das geht also normal. Also die holen sich die auch selber, auch ohne Mod, ab und zu. Aber das ist dann zufällig und die kriegst du dann ohne Mod nimmer raus aus der Rüstung. Deswegen habe ich diese Mod überhaupt installiert. Weil ich nur auf die Weise die Siedler aus den gekaperten Power-Rüstungen wieder rausholen kann. Also ohne zur Cheat-Konsole zu greifen, und das ist ein bisschen... Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Also sowas über die Cheat-Konsole zu regeln, ist immer mit Risiko verbunden, dass man sich den Spielstand zerschießt. Deswegen greife ich nur ungern zur Cheat-Konsole und nur dann, wenn es keine bessere Lösung gibt. So, da sind wir am Flughafen. Tag auch. Lancer Captain Kells ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Also normalerweise ist die sympathischste Fraktion für mich eigentlich sind die Minutemen, weil da habe ich nicht den Eindruck, dass die Hintergedanken haben. Bei der Stählernen Bruderschaft und bei den Railroad, da hat man schon den Eindruck, dass die was im Schilde führen. Maxon mag warmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Da lang. Da lang. Ja, da ist er doch, meine Güte. Hat gerade ein paar Mods für Power-Rüstungen an Tegan weitergegeben. Solltest du dir mal ansehen. Ja, mach ich. Ältester Maxon meinte, dass du mir helfen würdest, den Signalfänger zu bauen. Scheint, als würdest du ihr jetzt die Befehle geben, was? Ja. Okay, ich steig drauf ein. Was macht dein neues Wundergerät? Das Institut nutzt Teleportation, um rein und rauszukommen. Mit dem Gerät können wir ihr Signal kapern und stattdessen mich durchschicken. Teleportation? Molekularübertragung mit Hilfe von verschlüsselten Radiowellen? Okay, ich muss zugeben. Das ist genial. Das erklärt, weshalb wir überall im Commonwealth ungewöhnliche Energiesignaturen entdeckt haben. Und wieso ihre Blechsoldaten aus den verdammten Wänden zu kommen scheinen. Und mit diesem kleinen Prachtstück kapert man das Rücksendesignal. Statt des eigentlichen Ziels wirst du dann transportiert. Ziemlich beeindruckend. Schön, dass ich sie beeindrucken könnte. Wie kannst du sie nur bewundern? Sie sind nichts weiter als eine Mörderbande. Hey, mach mal langsam.
Ich will statt des Instituts auch lieber einen großen, qualmenden Krater sehen, genau wie du. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. An den Details muss ich noch etwas arbeiten. Aber ich glaube, du kannst mit einer stabilisierten Reflektorplattform anfangen. Dafür wirst du eine Menge hochwertiges Metall brauchen. Aber hier am Flughafen solltest du das problemlos bekommen können. Kannst du mir eine Liste von den Sachen geben, die wir für diese Plattform brauchen? Na klar. Auf dieser Liste steht alles, was du besorgen musst. Außerdem wirst du eine extrem starke Energiequelle brauchen, um den Signalfänger in Betrieb nehmen zu können. Gut, ich werde den wahrscheinlich hier im Flughafen aufbauen. Ich muss ja die Siedlung nicht unbedingt so ausbauen. Wenn Elsister Metzen empfehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, würde ich sie für ihn eintreten. Ich muss die Siedlung hier ja nicht so ausbauen, dass Leute da wohnen. Roboter als Wachen oder so taugen eigentlich auch genau. Die Siedlung hier im Flughafen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil es nur eine einzige Stelle gibt, wo man an Wasser rankommt. Da kannst du genau zwei Pumpen hinstellen und das war's. Aber ist an und für sich auch für mich wieder kein Problem, weil ich stelle einfach die Wasserspender vom Volt 88 auf und dann geht das. Also das würde schon gehen. Das ist übrigens das fragliche Gelände. Ja. Ja. Dann wollen wir mal verschrotten. Ihr kennt das. Ich mach's jetzt trotzdem mal mit vor laufender Kamera. Diese Trenner finde ich hübsch. Die sind sehr dekorativ. Würde ich gern bauen können. Also das sind offenbar Flugzeugsessel oder Wartezimmersessel, irgend sowas. Ich nehme an, dass hier auch genügend Material liegt für das, was ich hier vorhabe. Den Teppich lasse ich mal. Den brauche ich vielleicht als... ja, wie soll ich sagen? Als Maßband, dass ich da winklig was hinstellen kann oder so. Ich lasse den mal stehen. Ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich, oder? Damit ich, ja, Gegenstände, also Sachen, die ich hier baue, ordentlich ausrichten kann. Und da ist dieser Teppich nicht schlecht. Den werde ich nicht verschrotten. Also vorerst nicht. Solange es keinen triftigen Grund dafür gibt, Stoff kriege ich auch anders. Da ist Stoff dabei, ne, oder? Genau, Stoff 2. Bei jedem Sessel 2 Stoff. Arschbeige. Jo, da ist der Dreckhaufen auch gleich weg. Jawohl. Weg, weg, weg. Weg, weg. Gut. Weg. Tja, da hat halt seit 200 Jahren keiner mehr aufgeräumt, ne? Da muss erst ich kommen. Wofür man Helden alles missbraucht. Gut. Schauen wir uns mal die Teileliste an. Divers, wo ist er denn? Aufseher. Nachrichten, nee, das nicht. Auch nicht. Runner-Chip-Daten auch nicht. Wie hieß denn das? Ah, da. Reflektorplattform, benötigte Gegenstände. 10 Aluminium, 3 Schaltkreise, 5 Stahl. Jo, Schaltkreise habe ich bei Tigern gekauft. Oben Stahl war genug hier. Und Aluminium wird wohl auch dabei gewesen sein. Gucken wir mal. Ansonsten muss ich eine Karawane hierher bauen, dann, dass ich die Sachen von woanders herkriege. Das würde ich dann zwischen den Folgen tun. Aber jetzt gucken wir mal. Spezial. Ja, das geht. Das heißt aber nicht, dass ich habe dann noch keine Energie, ne?
Wie mache ich denn das? Den General. Ich kann ja da oben auch bauen, ne? Da ist ja. Moment. Ich kann ja da rauf. Oh, das reicht nicht. Oh, sorry. Sorry. Aber ich war. Ach, da. Da komme ich nicht drauf, aber hier hin. Muss ich nur warten, bis ich wieder Aktionspunkte habe. So. Und dann. Jetzt ist mein Baumenü wieder weg. Kruzi Muckel. Also, Baumenü höher. Auf Aktionspunkte warten. Und das Baumenü ist schon wieder weg. Sag mal. Ich weiß doch, dass ich die Sitze hier wegreißen konnte. Ich glaube, es liegt an der Ruck. Nee, da ist genau die Grenze. Da spielt mir meine Erinnerung streich. Da ist die Grenze. Gut, Queststatus. Sprich mit Proctor Ingram. Ja, ich hab noch keine Energieversorgung, ne? Und das Ding, das braucht, glaube ich, verdammt viel Energie. Benötigt. Ja. Benötigt. Benötigt halt. Schauen wir mal. Ich denke, ich werde jetzt hier eine Karawane vom Versteck des Mechanisten hierher führen. Das mache ich aber offscreen. Und sobald ich eine Karawanenverbindung habe, habe ich auch keine Rohstoffprobleme mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.